Gemeinde, liebe Freunde des christlichen Zentrums, ich begrüße euch ganz herzlich an diesem grünen Donnerstagabend 2020. Wir befinden uns mitten in der Karwoche. Vergangenen Sonntag, da haben wir gestartet, haben uns daran erinnert, wie Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingezogen ist und wie Menschen Zweige von den Bäumen gepflückt haben und ihre Kleider ihm auf den Weg bereitet haben, dass er darüber schreiten konnte. Palmsonntag nennen wir deshalb diesen Tag, mit dem wir auch in diesem Jahr diese Karwoche, diese Woche vor Ostern gestartet haben. Und heute Abend, Gründonnerstag, da sind wir hier. Mit einem kleinen Team hier in unserer Gemeinde, du zu Hause, der du uns zuschaust. Und wir wollen heute an diesem Gründonnerstagabend uns daran erinnern, wie Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern gefeiert hat. Es war ein ganz besonderer Abend. Sie haben das Passafest miteinander gefeiert. Und dieses Fest wollen wir gleich im Anschluss hier an diesem Tisch, der hinter mir schon aufgebaut ist, hier miteinander feiern und uns besinnen, was Jesus damals empfunden hat mit seinen Jüngern, was sie gefeiert haben. Wir wollen während dieses Mahls auch das letzte Abendmahl, dieses Gedächtnismahl, was Jesus uns gegeben hat, uns gestiftet hat, miteinander feiern. Und wir laden dich, lieber Zuschauer, ein, dass du mit uns feierst. Du hast jetzt gleich wenige Augenblicke Zeit, um dort, wo du bist, dich auszustatten und dir Brot zu holen und einen Saft oder Wein zu holen, damit du später mit dabei sein kannst und mit am Bildschirm feiern kannst, wenn wir gemeinsam das Brot brechen und aus dem Kelch, aus dem Becher, hier aus einem Glas trinken, um uns daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Im Anschluss an diesem Mahl, ja, da wollen wir nachempfinden, wie es war, als Jesus mit seinen Jüngern sich dann aufgemacht hat, diesen Garten Gethsemane. Ich ermutige dich, lieber Zuschauer, dass du dich darauf einlässt, auf diese Besinnung, auf dieses Nachsinnen, was Ostern wirklich bedeutet und was damals an diesem grünen Donnerstagabend geschehen ist. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, stand kurz bevor. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, ohne dabei Aufsehen zu erregen, denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde und einer der 12 Jünger war. Judas ging zu den führenden Priestern und den Offizieren der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in ihre Gewalt bringen konnten. Da waren sie erfreut und beschlossen, ihm zur Belohnung Geld zu geben. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte. So kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passahlamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. »Geht voraus und bereitet das Passamahl für uns vor«, sagte er. »Wo sollen wir es vorbereiten?«, fragten sie. Er antwortete, »Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereitete das Passamahl vor. In der Bibel ist überliefert, dass Jesus mit seinen Jüngern ein Danklied gesungen hat. Und lasst uns das doch gemeinsam tun. Danke, danke dem Herrn, denn er ist sehr freundlich. Seine Güte und Wahrheit werden. Ja, dann lasst uns miteinander essen und uns die
Speisen gut schmecken. Jesus hat mit seinen Jüngern immer zu Abend, immer wieder zu Abend gegessen. Und da gab es immer auch ein recht gutes Essen. Und unser Tisch ist auch reich gedeckt, so wie das damals auch war. Aber an dem Abend war es ein ganz besonderes Abendessen. Es war nämlich Passa. Beim Passatisch hatten die Juden einen sogenannten Sederteller, das heißt, so ähnlich wie ihr es hier seht, ein Sederteller bestand aus verschiedenen Speisen, die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet waren, und jede Speise stand für ein ganz bestimmtes Symbol. Bei seinem letzten Abendmahl, das Jesus mit den Jüngern feierte, da haben sie ein ganz besonderes Mahl miteinander gefeiert. Es war das Passa. Das Fest, das die Juden alljährlich feiern und wo sie an den Auszug aus Ägypten denken, aus dem Auszug aus der Sklaverei und wie Gott sie gerettet hat. Und an diesem Fest gibt es verschiedene Speisen, die immer etwas auch symbolisieren. Und so die erste und ganz wesentliche Speise ist Lammfleisch. Lammfleisch am Knochen, und so haben auch wir uns heute eine Lammkeule zubereitet. Und dieses Lamm symbolisiert im Grund dieses Lamm, was geschlachtet worden ist in der Nacht, bevor die Juden aus Ägypten ausgezogen sind. Das Blut wurde an die Türpfosten geschmiert, und so ging im Grund der Engel des Herrn an den Juden vorüber, und sie erfuhren so durch dieses Blut des Lammes Rettung. Jesus deutet dann später natürlich diese Bedeutung dieses Lammes um auf sich, weil er das wahre Lamm Gottes auch ist. Und so ist ein ganz wesentliches Element bei diesem Passamahl dieses Passalamm. Und so haben auch wir uns Lamm zubereitet und werden uns das jetzt schmecken lassen. Zu den Zeiten, wo der Tempel noch in Jerusalem stand, wurden während der hohen Feiertage auch regelmäßig viele Tiere geopfert. Das Ei steht für diese besondere Zeit, wo auch, ja, zu Gottes Ehre Tiere im Tempel dargebracht wurden. Bittere Kräuter und Meerrettich aus dem Sederteller erinnern uns an die Bitterkeit der Sklaverei in Ägypten, unter der die Israeliten sehr litten. Das ist Meerrettich und Chicorée und bitterer Roma-Salat. Diese Paste, die wir heute Abend hier haben, sind Äpfel, gemahlene Nüsse und Wein. Und das beinhaltet oder erinnert an die Zeiten in der Sklaverei in Ägypten, und zwar an den Mörtel, aus dem dann die Steine, die Ziegelsteine gebrannt wurden. Ja, dann haben wir hier auch Karotten als ein nicht bitteres Wurzelgemüse, und zusätzlich haben wir uns noch für Gurke entschieden an diesem Abend, um unsere Pasten auch dippen zu können. Dieses nicht bittere Wurzelgemüse, repräsentiert durch diese Karotten heute Abend, erinnert die Juden an die zermürbende Arbeit, die ihre Vorväter in Ägypten zu tun hatten. Hat was mit der Sprache zu tun und dem Sprachgebrauch. Da sind wir heute Abend überfragt, aber sie haben sich dadurch im Grund daran erinnert, dass die Vorväter noch richtig harte Arbeit auch machen müssen. Wir haben hier Rucola-Salat. Der Rucola-Salat ist, wie ihr wisst, bitter. Und Rucola steht für die Bitterkeit der Sklaverei in Ägypten. Und im Original müsste hier eigentlich Lattichsalat sein. Der Lattichsalat ist eigentlich nicht bitter, aber die Wurzeln sind bitter.
So haben wir euch nun alle Elemente dieses Passahs erklärt, dieses Sedertellers, was die Juden an diesem Abend feiern, wenn sie Passah feiern, und was auch Jesus an diesem letzten Mal, als er mit seinen Jüngern zusammen war, gefeiert hat. Aber es sind noch Elemente da, die wir nicht verwendet haben bisher, die vielleicht aufgefallen sind, aber die bisher eher nebensächlich behandelt worden sind. Das ist einmal das Brot und das ist Wein bzw. Saft. Es war üblich in der damaligen Zeit, dass zum Abendessen auch leicht vergorener Traubensaft getrunken worden ist. Also nicht Wein mit hohem Alkoholgehalt, sondern eher mit einem niedrigen Alkoholgehalt. Und an diesem Abend, wo Jesus seinen Jüngern auch nochmal deutlich macht, dass er das letzte Mal mit ihnen zusammen ist, da nimmt er diese Elemente und symbolisiert ihnen ganz neu, was jetzt auf ihn zukommt. Und so wie Jesus an diesem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern Brot und Wein nahm und sie umgedeutet hat auf sich und seine Person, auf den Weg, der ihm bevorstand, so wollen auch wir jetzt gleich miteinander dieses Abendmahl feiern, dieses Gedächtnismahl, wo wir uns an Jesus erinnern. Und wir ermutigen dich, lieber Zuschauer, dass du mit uns feierst. Hole dir doch Brot und hole dir Wein oder Saft, wenn du es zu Hause hast. Und dann sehen wir uns gleich wieder und feiern dieses Mal miteinander. Und so wie uns Paulus im Korintherbrief überliefert, wie dieses letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern hatten, abgelaufen ist, so wollen auch wir es jetzt feiern. Jesus nahm das Brot, er dankte und er brach es in Stücke. Und er sagte: Nehmt und esset alle davon. Er sagte, dieses Brot symbolisiert meinen Leib, der dahingegeben wird, der gebrochen wird zur Vergebung der Sünden. So essen wir. In diesem Bewusstsein, dass Jesus für uns gestorben ist, dass es einen Leib für uns gab, dieses Brot. Danach, so ist uns überliefert, nahm Jesus einen Kelch. Wir bedienen uns heute Abend eines Glases. Und er nahm Wein. Und es ist überliefert, dass er diesen Wein dann nahm, diesen Kelch, und sprach: Nehmt hin und trinkt. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Das ist das Bundeszeichen der Juden schlechthin, vergossenes Blut. Und Jesus vergießt sein Blut und stiftet damit einen neuen Bund. Er ermöglicht damit durch seinen Opfertod, durch sein Sterben, dass wir Zugang haben zu seinem Vater, zum Gott im Himmel. Und so reichen wir uns dieses Glas, wir trinken daraus und wir erinnern uns, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Michael, Christi Blut für dich vergossen. Alexandra, Christi Blut für dich vergossen. Danke. Andrea, Christi Blut für dich vergossen. Gestorben bist am Kreuz, dass du durch dein Fleisch und dein Blut für uns alle Schuld von uns auf dich genommen hast, dass wir durch dich die Erlösung haben. Es ist so unbegreiflich,
Und es ist so eine wunderbare Gnade, dass wir wirklich durch dich erlöst sind. Hab du Lob und Dank. Amen. Und nach dem Abendmahl standen Jesus und seine Jünger vom Tisch auf und machten sich auf den Weg in den Garten Gethsemane. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa ein Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölf. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als die, die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie: Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des Hohenpriesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief: Halt, hört auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, und sagte: Mit Schwertern und Knüppel seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel, und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus.